Und dann irgendwann wird auch ein Herr Innenminister Gall seinen unsäglichen Bespitzelungsrahmenbefehl zurücknehmen müssen. Vielleicht wird er dafür auch ein paar peinliche Begründungen oder Ausreden brauchen, wie unser Ministerpräsident, der hat ja auch kürzlich Terminprobleme plötzlich bekommen mit seinem lang geplanten Stefan Mappus Gedächtnisbierabend auf dem Cannstatter Volksfest, nachdem ihm dafür der öffentliche Wind für diese Geschmacklosigkeit ins Gesicht geweht hat. Und dass der Herr Gall diesen Wind auch weiter zu spüren bekommt, solange der Rahmenbefehl nicht weg und die Kennzeichnungspflicht für Polizisten nicht eingeführt ist, dafür müssen wir gemeinsam sorgen. Und das werden wir, Herr Gall. Liebe Freundinnen und Freunde, damit unsere Bewegung beim Gegenwind erzeugen, gegen dieses Projekt die finanzielle Puste auch nicht ausgeht, brauchen wir weiterhin Ihre Spenden. Jeder Flyer, jede Kundgebung, die wir machen, kostet Geld. Dass unsere Spendensammlerinnen und Spendensammler mit den Parkschützer-Spendendosen hier auf dem Platz sammeln. Die Parkschützer bzw. Umkehrbar e.V. finanzieren auch diese 191. Montagsdemo. Deshalb spenden Sie bitte in die verplombten Parkschützerdosen. Und bevor jetzt der wunderbare Lenkungskreis Jazz nochmal für uns spielt, bitte ich noch kurz um Aufmerksamkeit für zwei wichtige Aktionen. Am kommenden Donnerstag, dem 3.10., werden ja, wie ihr alle wisst, Menschenmassen in Stuttgart unterwegs sein. Und Fernsehkameras ohne Ende. Die Gelegenheit sollten wir nutzen und überall in der Innenstadt Flyer verteilen. Und Flyer verteilen, die drüben am Stand, auch am Fuß dieser Lichtgiraffe auf der linken Seite von mir aus gesehen, abholbar sind. Natürlich auch im Laufe der Woche bis dahin noch an der Mahnwache. Und wir sollten uns auch sichtbar machen mit diesen Ortsschildern, mit denen ihr vorhin so schön gewedelt habt, mit Aufklebern. Denn so konzentriert kriegen wir so viele Menschen, denen wir zeigen können, dass der Stuttgarter Protest präsent ist, auch wenn ständig versucht wird, ihn kleinzureden. So schnell kriegen wir eine solche Gelegenheit nicht wieder. Und am 2.10., am Mittwoch davor, könnt ihr schon mal üben, da ist um 15.15 Uhr unser Ministerpräsident auf dem Marktplatz. Auch dort können wir zeigen, dass sich alle täuschen, die meinen, sie würden uns loswerden. Auch bei der zweiten Flyer-Aktion, die ich jetzt ankündigen möchte, geht es darum, dass wir uns bald wieder sichtbar machen. Denn wer das nicht tut, wird bekanntlich übersehen. Deshalb wird es am Samstag, dem 19.10., wieder eine Samstagsdemo geben mit überregionaler Mobilisierung und mit spannendem und auch unterhaltsamem Programm. Joe Bauer wird sprechen. Heinrich Steinfest ist mit dabei und auch der Kabarettist Arnulf Rating. Vielleicht kennt der eine oder die andere ihn ja noch von den drei Tornados. Und unsere Musiker von New Sports. Jetzt wollte ich euch gerade auffordern, geht bitte auch rüber zu dieser Lichtgiraffe, wo der Stand der Gewerkschafter gegen Stuttgart 21 mit dem Mobilisierungsflyer für den 19.10. steht. Allerdings habe ich gerade erfahren, dass die leider heute Abend schon vergriffen sind. Das ist schön, aber die nächste Auflage wird in den nächsten Tagen an der Mahnwache abzuholen sein. Und bitte deckt euch dann doch mit reichlich Flyern ein, drüben beim Schachbrett, wo der Stand der Gewerkschafter ist, gibt es noch einige wenige, danach dann an der Mahnwache. Für die Briefkästen in den Straßen, für die Cafés, für die Buchläden. Dass am 19.10. wieder viele Leute auf der Straße sind und wir zeigen, dass unser Protest weitergeht und unsere Wahl Kopfbahnhof heißt. Und jetzt noch einmal der Lenkungskreis Jazz. Ja, es wird winterlich, Akku teilt mir nicht ein.